Yo, Bros, und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Ich bin der China und der Nimanke ist heute nicht dabei. Und ja, heute gibt es nach 2 Monaten endlich mal wieder ein neues Video. Ja, es ist schon lange her. Hat einfach, ehrlich gesagt, nicht so die Zeit dafür, irgendwelche Videos aufzunehmen. Und jetzt spielen wir mal eine Runde Battlefield 1. Ja, schön, habt ihr mal gesehen, das Game ist natürlich da. Wow! Alter, damit habe ich jetzt nicht gerechnet. Ja, wir spielen hier gleich mal mit dem Sanitäter. Ja, ich mag das Spiel. Ist echt ein geiles Spiel. Geiles Feeling auf jeden Fall hier in diesem Spiel. So richtiges Kriegsfeeling. So, wenn ich mir so Videos von Infinite Warfare anschaue, habe ich zum Teil das Gefühl, dass es so ein bisschen Gummibärchenkrieg sind. Wieder zu zweit. Der Teammate läuft einfach vorbei. Und er hat es nicht geschafft, ihn zu töten. Komm, ich wechsle mal auf den Sturmsoldaten. Juckt mich nicht. Alter, wo? Mein Team ist natürlich am Verlieren. Also ich habe eine gute Quote, was hier ja, die Sieg-Niederlage-Quote ist bei mir eigentlich noch ziemlich gut. Ich habe, glaube ich, irgendwie, ja, auf jeden Fall fast 80% Siege. Auch wenn ich jetzt mit meinem ziemlich scheiße spiele. Aber das gibt es zwischendurch. Ist übrigens meine erste Runde heute. Hab vorhin einfach ein bisschen FIFA 17 gespielt, aber sonst. Sonst habe ich gar nichts gespielt heute. Aber jetzt muss ich die scheiß Gasmaske noch anziehen. Das ist manchmal ein bisschen abfuck, die scheiß Gasgranaten, ey. Aber ich muss sagen, ich mag das Spiel, ich liebe es schon fast. Das war so ein Panic Knife von mir. Dann machen wir mal Truppeinstieg, gibt dem meinem Truppmitglied natürlich 8 Punkte. Ach du Scheiße, wie ich veraimt habe. Ja, bis jetzt läuft nichts so, ne? Bis jetzt läuft echt nicht so. Manchmal habe ich aber das Gefühl, ich sehe die Gegner nicht immer so gut in Battlefield 1, aber naja, das ist ein kleiner Kritikpunkt. Okay, da hinten war niemand. Du Scheiße, und dann kommt noch ein Dritter von dort hinten. Oh, Scheiße, wollte ich nicht. Wie sind die am Verlieren? Komm, das holen wir noch. Ich wechsle mal wieder auf den Sanitäter. Random Grenade. Ich habe ihn sogar noch getroffen. So, haben wir den. So, gemessert von hinten, nice. Alter. Scheiße. Hä, war, ist der dumm? Der hat mich schon gesehen, oder? Ja, ich hab gewusst, entweder ist er unten oder ist dort rechts Mann am Fenster, aber war er nicht, er kam von unten. Scheiße.
Alter. Glück gehabt. Ah nein, der hat dies, ist das nicht dieser Sturmsoldat? Der geht mir so auf die Nerven. Hey. 9 zu 8 stehe ich. Ah, dort ist noch ein scheiß Sniper. Ach, gerade noch geholt, danke Teammate. Du hast mir eine große Hilfe. Oh fuck. Auf jeden Fall ist da noch ein Sniper. Weg von da. Schnell in die Ecke. Nice, haben wir den auch gut. Hälfte wieder eine Gasgranate, das ist so unnötig. Schauen wir, die Gegner wieder rumlungern. Was? Alter, wie schnell er mich gedroppt hat. Meine Fresse. So, geholt. Und dann liegt er dort. Ey, dieser Typ, Mann. Alter. Mein Sohn. Hol den doch mal jemand, ohne Scheiß. Hä? Ja, gut. Ja, stirb. Alter, Mann. Stirb halt nicht. So. Hinter mir war noch jemand, oder? Alter, wie ich fame. Ja, das Aim könnte echt noch besser sein. Juckt ihr nicht, dass ich dort bin? Das ist ja besser. Ah, fuck, warum habe ich das gemacht? Mein Sohn. Und dann haben wir die Niederlage gedrückt bekommen. Ja, 18 zu 11 geht auf jeden Fall besser. Der mit dem 27 zu 2, Alter. Gegner waren echt gut. Oh, war noch verdammt knapp geworden, Alter. Naja, das war die Runde Battlefield 1. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Wenn ihr wieder mehr sehen möchtet, lasst einen Daumen nach oben da. Ich hoffe, ich kriege jetzt wieder mehr Zeit, endlich wieder mehr Videos zu produzieren. Und ja, würde ich sagen. Ja. Was soll ich sagen? Abonniert uns, wenn ihr nichts verpassen wollt. Genau das wollte ich noch sagen. Ja, und dann hau ich raus und sage ciao. Dragons Air vereint, es wird ne große Schlacht. Nazus Slam sind heiß, die Gilde gibt uns Kraft. Spürt ihr diese Macht, das Zeichen habt und stets vereint. Hab ich bereits die Flügel und wir ziehen an euch vorbei. Es war ne harte Zeit, Lucy stand den Tränen nah. Doch nach dem Trainingsjahr ist Fioris Gilde da. Es wird ein mieser Kampf, Elsa zeigt den Widerstand. Grey hat neue Kräfte, mit denen man nicht verlieren kann. Die Magie, der Schlüssel, die Tore. Agnologia will unser Leben holen.